Brutmutter Naktul hat uns kontaktiert. Sie spricht im Namen der verbleibenden Brutmütter, die nicht unter deiner Kontrolle stehen. Sie spüren deine Macht und möchten wieder zum Schwarm zurückkehren. Brutmütter, hört mir zu. Ich schicke euch die Koordinaten unserer Feinde hier im Sektor. Vernichtet sie. Macht ihre Stellungen in meinem Namen dem Erdboden gleich. Dann werdet ihr wieder eins mit dem Schwarm. Das werden wir tun, meine Königin. Durch ihre Rückkehr wird der Schwarm wieder vereint. Du bist deinem Sieg sehr nahe. Scheint, als hätten wir wieder neue freie Soldaten. Ne? Soldaten würde ich es nicht nennen. Ich glaube, ihre Formulierung, der Schwarm wächst, hat es ganz gut getroffen. Ich ja. Die Brutmütter arbeiten nicht gerne mit Terranern zusammen. Sie waren wesentliche Elemente meines Plans. Sie lassen fragen, ob sie die Terraner jetzt vernichten dürfen, da sie keinen Nutzen mehr haben. Sag ihnen, dass der Terraner nichts passieren soll. Ich befehle es. Das werde ich, meine Königin. Hyperion. Habt ihr irgendetwas gefunden? Colonel Orlan hackt sich gerade ins Netz der Liga. Sag ihm, er hat eine Stunde. Das werde ich nicht, Kerrigan. Die Sache ist zu groß für dich. Mach es nicht noch schlimmer. Wenn die Liga uns bemerkt, werden sie Jim verlegen oder töten. Ihre Ungeduld gefährdet diese ganze Operation. Sparen Sie sich die Drohungen. Du bist ja ganz schön erwachsen geworden. Die Zerg sind nicht die einzigen, die sich anpassen. Ich werde warten, bis dein Experte seine Arbeit erledigt hat. DHK. Hier gibt es keine Essenz. Ich kann nicht sammeln, was es nicht gibt. Wir sind hier, weil unsere Königin es befiehlt. Wage es nicht, sie in Frage zu stellen. Ich folge, um Essenz zu sammeln. Du musst gehorsam lernen, Urzerk. Ja, komm zu mir. Dann werde ich mir deine Essenz einverleiben. Genug. Zagara, sprich nicht für mich. DHK, von meinem Schwarm wird nichts gesammelt. Erste Streitigkeiten, weil DHK gierig wird. Naja, Evolutionsgrube. Wobei gierig ist er ja nicht geworden. Er will eigentlich nur das, weswegen er überhaupt mitgekommen ist. Er ist eigentlich so gesehen ein Schmarotzer. Er macht ja nicht mal selber was. Er, so wie ich das verstehe, sammelt er nur die Kadaver ein, die hinter uns liegen bleiben. Wir gucken mal in die Kerrigan-Kammer rein. Ich glaube, da haben wir nichts Neues. Nö. Ja, seit wir das letzte Mal reingeguckt haben, 7 Punkte verdient. Das war die eine Mission mit den Brutalisken. Naja, aber wir nähern uns in 3 Leveln unserer letzten Fähigkeit. Das wird ganz interessant. Naja, das war's für diese Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wir machen weiter mit der Mission. Es ist Zeit, Valerian und Horner zu kontaktieren. Ich muss wissen, wo Jim ist. Und das müssen wir in einer Mission machen? Okay, wir kriegen für die Mission 9 Machtpunkte. Plus nochmal 2 für Kerrigan. Also, das wird eine große Mission, glaube ich. Kerrigan, wir haben ihn gefunden. Wo? Er ist auf der Moros, einem mobilen Gefängnisschiff, das jede Stunde an zufällig generierte Koordinaten springt. Es gibt keine Möglichkeit vorherzusagen, wo sie als nächstes hinspringen wird. Irgendwann werden auch sie ihre Vorräte auffüllen müssen. Exakt. Wir wissen, dass sich das Raumschiff morgen für genau 32 Minuten an der Atlas-Station aufhalten wird. Atlas entsendet einen Tanker zur Moros, aber nach dem Tankvorgang verschwindet sie wieder. Unser Kontakt Tosh hat angeboten, das Shuttle zu infiltrieren und... Nein, ihr habt eure Schuldigkeit getan. Ich mache das persönlich. Seien Sie vorsichtig, Kerrigan. Verglichen mit diesem Ort ist Neu-Forsum ein Kindergarten. Okay. Schade, dass wir Tosh nicht sehen. Hätte mich echt gefreut, Tosh wiederzusehen. Naja. Wollen wir mal sehen, was die Mission bringt. Oh.
Ich bin drin. Sie werden von unseren Sensoren erfasst. Ich leite Ihnen so viele taktische Informationen wie möglich weiter. Seien Sie vorsichtig, Kerrigan. Mein Vater wird sämtliche Vorkehrungen getroffen haben, um sicherzustellen, dass niemand zu Rayna durchdringen kann. Auf mich ist er nicht vorbereitet. Stimmt. Immerhin ist er die Königin der Klingen selber. Dieser Planet gehört mir. Was zur Hölle war das? Ich glaube, wir hätten unsere Fähigkeiten anpassen sollen. Ich habe Fähigkeiten drin, die für andere sehr gut sind. Aber nicht für Kerrigan jetzt unbedingt selber. Macht euren Frieden. Das ist natürlich praktisch. Wir kennen keine Grenzen. Löst Alarm aus! Die Plattform wurde eingezogen. Wir gehen außen herum. Dieser Planet gehört mir. Gefällt mir. Tapfere Soldaten der Liga. Dieses Raumschiff wird von der Königin der Klingen angegriffen. Ihr wisst, was zu tun ist, Männer. Das hört sich nicht gut an. Gewagt. Ich glaube, da kommt irgendwas, mit dem wir nichts wir zu tun haben wollen. Uns an. Was du heute kannst besorgen? Erledigt. So. Ich werde Vergeltung üben. Ja, wir wollen möglichst alle Fernkämpfer, die wir haben, am Leben halten. Mir. Länger? Es ist Zeit. Macht euren Frieden. Deine Königin lauscht. Okay, unsere Strike Force wächst aber. Wir kennen keine Grenzen. Die Eroberung geht weiter. Ja. Ich sehe ein Problem an der Mission. Ich fange langsam an, solche Missionen Was zu mögen. Und normalerweise hasse ich solche Missionen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Was du heute. So. Sie fahren schweres Geschütz auf. Ja, dann klaue ich mir das. Ja, ein Pilzbefall hätte ich gern. Sprich. Ich bin der Schwarm. Ich werde Vergeltung üben. Ja, das läuft ganz gut. Und ich glaube, ich habe das... Kerrigan, Sie haben das Hauptschott geschlossen. Sie werden es durchbrechen müssen. Das ist ja wohl das geringste Problem. Aber ich glaube, ich habe gerade die Beobachtung gemacht, dass eine Roach, die einen Bunker angreift, also so eine Slowdown-Roach, die einen Bunker angreift, dafür sorgt, dass der ganze Bunkerinhalt langsamer schießt, was einfach genial ist. Was ist es diesmal? Mein Schwarm, beschütze mich, während ich mich um diese Sache kümmere. Naja, klar, dass sowas draus wird. Der Schwarm folgt deinem Ruf. Sie bricht in den Hochsicherheitstrakt ein. Haltet sie sofort auf! Ja, man merkt schon, mit Infestoren sind große Bioballs kein Problem. Bravo, greift an! Schickt Verstärkung! Ja, unser Scheusal haut die alleine um. Geht da noch eine Tür auf? Ja, da gehen noch zwei Türen auf. Schweres Geschütz nähert sich. Seien Sie vorsichtig. Diener, verteidigt unsere Königin. Rückzug, oh Mist. Naja, aber wir haben zwei Tors. Es ist Zeit. Zwei Tore sind nicht schlecht. Gewagt. Der Schwarm erobert. Kerrigan, Horner hier. An dem Sicherheitsterminal in Ihrer Nähe haben Sie Zugriff auf die Insassendaten des Schiffsmanifests. Wenn möglich, beschaffen Sie diese Daten. Über den Rest machen wir uns Gedanken, wenn Jim in Sicherheit ist. Kerrigan, da ist eine große Anzahl Wachen in der Nähe. Wenn ich hier Virophagen platziere, werden die Verseuchten ihre Verteidigung angreifen. Es ist ihre Entscheidung. Da ist doch schon einer. Naja. Pilzbefall.
Und die machen den Rest. Der Schwarm erobert alles. Ja, die Tors hauen alles weg. Ich bin der Schwarm. Es ist Zeit. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Wo rennen die hin? Finden Sie geheime Dokumente. Das sieht nach einem Ort aus, wo geheime Dokumente liegen können. Hier haben wir nichts vergessen. Gut, dass ich das gesehen habe. So, wollen wir mal gucken, was wir hier zu verstecken haben. Ich wusste es. Ich wusste es. Naja, gehen wir weiter. Oder warten wir einfach. Obwohl, warten ist wahrscheinlich echt langweilig. Es ist Zeit. Im Fester kommen wir bitte, ja. Wehren die sich nicht? Ich will den Tor haben. Aber ich will ja jetzt noch nicht rein. Ich gehe einfach jetzt rein. Schnapp mir den jetzt. Wilde Mutation. Und die Scheusale tanken das weg. Wir kennen keine Grenzen. Okay, wir haben den Tor verloren, aber es ist auch egal im Endeffekt. Ich werde vergelten. Weil wir halt schnell durchgekommen sind. Was ist es diesmal? Der Schwarz erspart. Ich gehe einfach rein. Sorgt dafür, dass die Distanzkämpfer wilde Mutation bekommen, weil die den Damage spielen. Na, die sind so gut wie tot. Nix Kammerjäger hier. Sprich. Lass mich raten, James Reiner? Ich werde. Nein. Das kann nicht sein. Trennt die Gelenkverbindung zum Gefangenendeck. Ihr habt den Mann gehört. Jagt es in die Luft. Scheiß auf die Gefangenen. Und das müssen wir jetzt innerhalb der Zeit retten, oder wie? Dieser Planet gehört. Es ist Zeit. Was ist es denn? Die Verbindung hat schweren Schaden erlitten. Ist mir egal. Ich hab den Tor. Deine Königin lauscht. Ich hab's gerettet, auch wenn es Kamikaze für die Infester war. Wir Kerrigan, ich hätte nicht gedacht, dass du dumm genug wärst, hierher zu kommen. Und nun werden deine Taten den Tod all dieser mutigen Männer zur Folge. Ich hab's gewusst. Was hat er gerade gesagt? Sie alle sind Helden, bereit, ihre Leben zu opfern, um deiner jämmerlichen Existenz ein Ende zu bereiten. Du und Rayna können zusammen verbrennen. Kerrigan, wir haben gerade gesehen, wie die Brücke explodierte. Die Moros wird auseinandergerissen. Sie müssen Jim retten, uns läuft die Zeit davon. Und es ist eine Zeitmission, oder? Nein. Was du heute kannst. Oh, der Infester hat überlebt. Wow. Feuer, die Idioten! Zum Üben. Gewagt. Wir passen uns ab. Die Eroberung geht weiter. Ich bin der Schwarm. So. Mein Infester scheint gestorben zu sein. Eben hat er noch gelebt, jetzt ist er tot. Ach, vergesst es! Weg hier! Finde ich gut. Aua. Das fand ich jetzt nicht so gut. Gewagt. Mensch wird leiden. Es ist Zeit, ja? Wohin jetzt? Die gesamte Seite des Schiffes? Genug jetzt. Reiß dieses Tor nieder. Ach, und jetzt kommt Verstärkung, ja? Königin lauscht. Ja, danke auch. Boah, das ist aber eine Menge. Wir verzehren alles. Ich muss ab und zu auf geheime Dokumente achten. Vielleicht bin ich auch schon vorbei an allen. Los, los, los! Nein, hier wird niemand gerettet. Hier gibt es keine Rettungskapseln. Ich warte nicht auf den Tod. Mach die Schweine platt!
Ja, haben wir die mal um. Wir passen uns an. Sag mal, ich hätte gern die anderen Geheimdokumente, bitte. Der Tod kommt von oben. Ja, ihr seid gleich tot. Wir kennen keine Grenzen. Macht eure Frieden. Das sieht ganz gut aus. Die Eroberung geht weiter. Allerdings hätte ich gern die Dokumente. Los, los! Die Zack kleben uns am Arsch! Gewagt. So, lass mich raten, hier sind die Dokumente. 100 Pro sind hier die Dokumente. Der Schwarm erobert alles. Vielen Dank. Das terranische Schiff bricht auseinander. Du musst dich beeilen, meine Königin. Ja, wir haben noch Zeit. Ich hab die Daten. Verstanden. Vielen Dank, Kerrigan. Lasst uns rein, ihr herzlosen Mistkerle! So, ein Angriff.